Ein schönes Restaurant. Ja, sehr nett, Liebling. Sehr nett. Gundi, ich wollte mich noch mal bei dir bedanken, dass du die letzten 3 Wochen während meiner Krankheit so... 3 Jahre und ich heiße Beate. Entschuldigung. Guten Abend. Bitte sehr. Guten Abend. Bitte sehr. Dankeschön. Schatz. Ja. Oh, entschuldige, Liebling. Du hast keine Zigarette. Ach, siehst du? Habe ich doch gewusst, dass ich was vergessen habe. Das ist doch... Aber weißt du, der Arzt, der sagt ja, ich mache Fortschritte. Also meine Erinnerungen kommen wieder. Und welcher langsam... Arzt? Naja, der, bei dem ich war, der jetzt habe ich es vergessen. Naja, ist auch egal. Was darf ich Ihnen bringen? Die Rechnung bitte, Herr Ober. Liebling, wir haben doch noch gar nicht gegessen. Ach so. Naja, da wird die Rechnung ein bisschen kleiner, nicht wahr? Umso besser. Der Ober wartet. Ja, ach so, ja, natürlich. Was können Sie denn empfehlen, Herr Ober? Beef Stroganoff zum Beispiel. Beef Stroganoff, Entschuldigung, was habe ich Sie gerade gefragt? Was können Sie empfehlen? Das weiß ich doch nicht. Arbeite ich hier oder Sie arbeiten doch hier? Liebling, bitte bestelle jetzt. Sind Sie der Kellner? Ja. Na ja, gut, dann nehme ich einen Wiener Schnitzel, einen Salat und einen Weißwein. Ich nehme das Gleiche. Gut, danke. Darf ich? Ich bin sofort zurück. Oh, Liebling. Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich noch immer liebe. Ach, Schatz. Wie geht's eigentlich deinem Verlobten? Du bist mein Verlobter. Oh, Schatz. So. Ich hoffe, dass es dir eines Tages besser geht. Du wirst dich bestimmt nicht erinnern, aber bevor du diesen Unfall hattest, da hast du mich gefragt, ob wir heiraten wollen. Aber das weißt du wohl nicht mehr, hm? Alles, an was ich mich erinnern kann, ist, dass ich Rechtsanwalt bin. Du bist Arzt. Aha. Ach, deswegen kein Wunder, dass ich den Fall damals verloren habe. Man sollte ja nicht im Gerichtssaal operieren, nicht wahr? So, bitte sehr. Bitte sehr. Ich wünsche guten Appetit. Einen Moment. Bitte. Wo ist mein Hotdog? Sie haben einen Wiener Schnitzel bestellt, mein Herr. Beim Fußballspiel esse ich nie Wiener Schnitzel. Entschuldigen Sie bitte, ja? Sie sind hier nicht in einem Fußballstadion. Aha. Na ja, gut, dann bringen Sie bitte Coca-Cola und ein paar Chips, bevor der Film losgeht, ja? Herr Ober, bitte. Bringen Sie uns jetzt den Wein. Selbstverständlich. Ja. Das ist doch, hast du sowas schon erlebt? Das ist vielleicht ein Service. Dich. Der Wein, also, Madame? Sagen Sie, wo ist eigentlich der Kellner? Ich bin der Kellner. Ja, ich habe keinen Wein bestellt. Ich fürchte doch. Moment mal, möchten Sie damit sagen, dass ich nicht weiß, was ich bestellt habe? Hören Sie mal, Sie kriegen gleich eine gelangt, ja? Liebling, bitte! Beruhige dich jetzt. Ganz ruhig. Hör auf. Haben Sie gehört? Sie sollen aufhören. Ich höre nicht eher auf, bevor ich Ihnen nicht den Wein serviert habe. Ja. Beate! 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 Blutig! Du hast mich eben Beate genannt. Natürlich, so heißt du doch. Ich werde doch wohl noch wissen, wie meine Verlobte heißt. Du erinnerst dich, dass wir verlobt sind. Na, natürlich. Also, hast du zu viel getrunken oder was? Oh, Liebling, dein Gedächtnisschwund ist weg. Mein Gedächtnisschwund? Ja. Was ist denn los mit dir? Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich jemals sowas hatte. Gedächtnisschwund. Na, lass mal testen. Also, heute ist Freitag, ja? Richtig. Morgen ist also Samstag, ja. Und ja, morgen wollten wir heiraten. Ja. Und wir haben doch alles organisiert. Von was redest du? Pfarrer, Ringe, das Essen. Und nach dem Essen wollten wir auch gleich in die Flitterwochen fahren. Oh, Liebling, ja. Weiß ich doch noch was. Aber da ist noch eine Sache, die ich dir sagen wollte, Liebling. Die, bevor ich diesen Unfall hatte... Oh, Liebling, was war es? Ich bin schwul. Du bist was? Ja, ich meine, schwul, also homosexuell, wie man so sagt. Aber bitte, das bleibt unter uns, ja? Ja, ja. Herr Ober. Ja, bitte? Entschuldigen Sie, haben Sie noch so eine Flasche Wein? Ja, gern, wenn Ihnen diese recht ist. Mein Verlobter hat mir nämlich eben gesagt, dass er schwul ist.
Und deshalb möchte ich noch eine Flasche Wein haben. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Er hat Ihnen gesagt, er wäre schwul? Ja. Tja, dann machen wir es doch so. Ja. Das ist aber...